Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, unser Ringlok-Schuppen in Wien, da gibt's noch News. Und zwar, ja, vielen Dank für diesen einen Kommentar. Ich glaube, das ist tatsächlich die Lösung. Denn man muss ja den Ringlokschuppen einfach als Bahnhof in eine Linie reinsetzen und dann kommen die Züge nämlich hier auch raus. Das werden wir jetzt gleich mal versuchen. Ansonsten sind wir hier ja stehen geblieben mit unserer Hochbahn in Wien. Da werden wir dann diese Stadtbögen oder wie die heißen mal noch installieren. Das mache ich nachher gleich. Dann haben wir hier diese Fake-Linie zu diesem Depot. Da werden wir was machen, sobald wir die Linie haben. Dann können wir nämlich hier einen Zug raufstellen. Aber jetzt machen wir erstmal das mit dem Ringlokschuppen. Jetzt bin ich gespannt, ob es geht. Ich glaube, ja. Eben, ich habe natürlich vor Ewigkeiten das letzte Mal mit diesem Ringlokschuppen gearbeitet. Halt, ich brauche aber nicht einen Zug. Deswegen wusste ich das nicht mehr. Wir machen mal schnell Linie. Eine neue. Und zwar dann eben von hier. Man sieht, das wird angenommen. Nach irgendwo, wo er hinkommen kann, der Zug. Und das wäre dann dieser Bahnhof. Passt. Und dann schreiben wir den gleich mal an. Das ist dann einfach der Ring. Ringlokschuppen Wien, Ringlokschuppen Wien. So, dann wissen wir, was das ist. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt brauchen wir aber relativ dünne, nicht dünne, aber kurze Züge, kurze Lokomotiven, weil die versinken sonst hier so halb im Depot drin. Das weiß ich zum Beispiel noch. Wir schauen mal, was wir haben. Wir werden jetzt nicht für jedes Depot hier was machen, aber für einen Teil davon. Und wir brauchen natürlich eben Diesel oder Dampf, weil ganz einfach das Depot keinen Strom hat. Also, wo haben wir denn was Kurzes? Hier zum Beispiel. Blutorange. Einmal gekauft, Linie zuweisen, Ringlokschuppen und zieh an. Das funktioniert tatsächlich. Und den muss ich, glaube ich, nicht mal stoppen. Wobei doch, ich muss ihn, ich sag's gleich, sobald wir den Zug hier haben, kommst du auch raus. Ach, der kommt nicht raus. War der freie Wege? Weil ich jetzt genau das Gleis erwischt habe, wo der draufsteht. Das darf wohl nicht wahr sein. So viel Pech muss man da noch haben. Bei der Auswahl an Depots, weil bei den anderen geht's. Wenn ich dich drehe, nee, da passiert nichts. Ja, Moment, ich schicke ihn mal nochmal ins Depot rein. So, und dann werden wir dich hier wieder verkaufen. Das war jetzt tatsächlich der Vorführeffekt, der Klassische. Also nicht das Depot nehmen, wo genau der Zug schon draufsteht. Wir nehmen das. Das ist definitiv sozusagen frei. Ja, das muss man tatsächlich erst schaffen. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau, eben kein Strom und möglichst kurz, weil sonst hängen sie so im Depot drin. Also Diesel, nehmen wir dich, wir kaufen dich. Ist ja auch nicht so wichtig, welchen Zug, welche Lokomotive wir nehmen. Es ist wichtig, dass der rauskommt und man sieht, er kommt. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ja, das passt nur knapp. Seht ihr das? Der hängt da hinten drin. Auch nochmal ins Depot rein. Ich möchte tatsächlich, dass die hier vernünftig rumstehen. Jetzt ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, das Problem, dass diese Gleise kürzer sind. Die hier sind länger. Das heißt, wir stellen hier was ganz Kurzes rauf. Das Kürzeste, das wir gerade finden. Diesel, ganz kurz. Wo haben wir was ganz Kurzes? Hier, die Köf. Die müsste doch hier eigentlich raufpassen. Den hier zuweisen, Ringlokschuppen Wien. Kommst du wieder raus. So, und jetzt kann ich endlich sagen, was ich vorher schon sagen wollte. Jawohl, das passt. Wenn wir die jetzt nicht anhalten, guck mal hier oben, genau, das weiß ich nämlich auch noch vom letzten Mal, als wir das gemacht haben, dann haben wir hier eine Fehlermeldung. Der fährt zwar nicht weiter, weil er kein Gleis hat, aber man hat eine Fehlermeldung. Wenn ich den jetzt hier anhalte, zack, ist die Meldung weg. Dann haben wir hier nur noch unser Sägewerk, das sowieso immer da steht. Und dann passt das nämlich auch. Gut, wir nehmen, würde ich sagen, hier mal noch eine Lok. Die darf sogar ein bisschen länger sein, wenn auch nicht massiv. Eine Dampflok hätte ich dann eigentlich auch ganz gerne. Was haben wir hier denn noch Kürzeres? Hier, zum Beispiel irgendwie sowas in der Richtung. Oder ein Butler. Wir kaufen uns einen Butler. So, zurück. Ringlokschuppen. Ahoi. Und dann anhalten. Eben wegen der Fehlermeldung. Oh, okay. Da muss ich dann beim Fahrzeugersatz mal nochmal gucken. Das haben wir dann bei denen natürlich auch überall oder immer. Dass da die Meldung kommt, dass die Fahrzeuge alt sind. Das werden wir einfach gewissentlich ignorieren, ganz klar. Also nochmal ein Diesel in kurz. Das wäre zum Beispiel der hier. In die Zuweisung Ringlokschuppen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier nicht vielleicht sogar was Längeres raufpasst. Wenn wir hier mal gucken, aber man sieht schon, dass es beim Butler schon knapp wird. Ja, nee, wir haben tatsächlich keinen Platz. Aber wisst ihr was, das lassen wir jetzt. Weil das sieht man nicht. Wenn man hier irgendwie nicht gerade direkt rangeht, dann sieht man das tatsächlich nicht. Jetzt nehmen wir noch zwei Lokomotiven. Eine Dampflokomotive hätte ich noch gern. Wir nehmen aber zuerst noch einen Diesel. Und da nehmen wir
Sollen wir den Rangiertraktor noch nehmen, einfach weil er kurz ist? Wir nehmen den mal noch. So, Ringlokschuppen Wien. Ahoi. Halt, jetzt habe ich den, glaube ich, nicht angehalten. Das müsste man noch. Jetzt passt. Okay. Der kommt aber auch nicht allzu weit raus hier, der Kollege. Weil ich ihn angehalten habe. Ich habe den falschen Zug erwischt. So, jetzt passt's. Angehalten, keine Fehlermeldung. Zumindest nicht von Zügen. In Ordnung. Jetzt hier vielleicht eine Dampflokomotive. Irgendeine kurze Dampflokomotive müssten wir irgendwo finden. Zum Beispiel sie hier. Ich weiß nicht, ob das passt. Wir werden es gleich wissen. Linie zuweisen, Ringlokschuppen. Okay, da können wir eigentlich zumachen. Ja, das passt. Wunderbar. Und die dampft jetzt natürlich auch entsprechend. Auch angehalten. Und dann haben wir das Ganze schon. Macht einen riesen Lärm, weil wir keine Fake-Lokomotiven verwendet haben. Und deswegen ist die eben auch am Rauchen. Sonst hätte man eine Fake-Lokomotive nehmen sollen. Ja, sieht doch cool aus. Vielen Dank nochmal für den Hinweis in den Kommentaren. Das ist halt so eine Sache. Wenn man das ja vor vielleicht einem Jahr oder so das letzte Mal gemacht hat, dann kann man tatsächlich natürlich aber auch vergessen, dass das so funktioniert hat, indem man eben eine neue Linie erstellt. Cool, schon eine schöne Sache, dieser Ringlokschuppen. Okay, ich würde sagen, wir düsen mal zurück. Ich habe hier die Wiener Stadtbahnbogen schon mal vorsortiert. So, da können wir mal gucken, aber nicht zum Beispiel hier, weil hier haben wir nicht mal eine Brücke, hier schwebt das Ganze komischerweise. Dass wir hier ein, zwei von denen hinstellen. Jetzt muss ich auch nochmal schnell gucken, wie das am besten geht. Offensichtlich so. Nicht übertreiben, einfach ein, zwei. Damit wir hier ein bisschen Wiener Flair haben. So, einmal so. Gerne hier nochmal. Mal gucken. Ja, ich glaube, hier darf auch nochmal so ein Teil hin. Moment, da muss man genau darüber. Dann funktioniert das auch relativ gut. Zack, okay. Ja, und jetzt fliegt das Ganze ein bisschen. Da können wir je nachdem was machen. Wenn wir hier ein bisschen rauf gehen. Ja, und schon fliegt hier gar nichts mehr. Gut, da haben wir noch so eine Zwischenstelle, eine grafische. Die sieht man aber auch nicht, das lassen wir. Okay, das hat doch was. Sieht sicher besser aus, wenn einfach ein Gleis so frei in der Luft hängt. Ja, gefällt mir gut. Da fehlen jetzt noch die Züge, die kommen sobald wir die Strecke haben. Haben wir nochmal irgendwo so einen Bereich, wo das Sinn macht? Vielleicht hier hinten sogar. Weil, wenn wir das jetzt schon machen, machen wir das auch richtig. Jetzt muss ich schnell gucken, das war hier. So, von hier kommend. Und dann einfach das eine Teil über das andere. Und dann müsste das halbwegs so aussehen, wie das eigentlich aussehen soll. Hoffe ich zumindest. So, hier noch. Und hier noch. Und dann machen wir doch glatt hier auch nochmal so ein Teil. Und vielleicht hier vorne auch noch. Ja, ja. Ich hoffe einfach, dass sie nicht fliegen. Das werden wir gleich sehen. Wenn wir das Teil hier noch installiert haben. Na, jetzt möchte es natürlich wieder nicht. Moment, einmal drehen. Da rein und... Ja, nee, fliegt eigentlich nicht. Die haben hier so eine Säule. Guck mal, aber ein bisschen fliegt es eben doch. Moment. Ja, geht nicht. Da wird das Ganze ausgegrenzt, komischerweise. Machen wir es so. Ja, passt doch. Das sind einfach die Säulen. Gut, das hätten wir. Hat auch was von Wien. Und jetzt hier noch gucken, hier haben wir nichts, was wir machen könnten. Das können wir nicht, weil das ist der Bahnhof, da können wir die nicht hinmachen. Okay, wenn wir jetzt hier hinten gucken, da geht es ins Tunnel rein. Hier kommen wir raus. Da macht es auch keinen Sinn. Und hier vorne sind wir stehen geblieben. Jetzt wollen wir hier eigentlich noch rüber. Und wenn wir jetzt hier so gucken, jetzt wäre die Frage, wo gehen wir lang? Ich würde im Prinzip hier außen rum, hier an dem Bahnhof vorbei. Also Bahnhof ist gut, das ist ein Depot, nicht ein Bahnhof. Hier vielleicht eine Kurve und dann da wieder rein. Das würde eigentlich alles relativ einfach funktionieren. Dann fehlt uns aber hier ein Bahnhof. Wisst ihr was? Ich schnapp mir mal eine Straße. Weil wir werden den jetzt hier mal ein, zwei Straßen einzeichnen. Ganz einfach, damit es Sinn macht, dass wir nachher hier einen Bahnhof hinstellen. Machen wir das mal so. Da machen wir gar nichts Großes. Es geht tatsächlich einfach darum, dass wir hier irgendwie die Möglichkeit bekommen, dass ein Bahnhof eben Sinn macht. So, einmal mit einer Kurve, dann gerne hier lang. So, und vielleicht bauen sie ja sogar, weil wir eben einen Bahnhof hinstellen. Das kann natürlich auch sein. Hier gibt es noch eine Querstraße. Passt, und dann machen wir doch gleich den Bahnhof.
weil jetzt wissen wir, wo wir hin. Und dann wissen wir vor allem, wo wir hier mit den Gleisen lang sollen. Das ist dann immer einfacher, wenn man hier einfach, ja, so zufallsbehaftet reingeht und dann feststellt, irgendwie kriege ich so den Bahnhof aber nicht hin. Und jetzt machen wir hier den Kollegen aber definitiv mal ohne Ruf. Nämlich so, dann haben wir nämlich einen unterschiedlichen Bahnhof. Also hier den, da oben den anderen. So war das eigentlich gemeint. Und jetzt, halt, falsch. Jetzt überlege ich mir gerade, wie richte ich den am besten aus. Nachher mal drehen. Dann, nee, da kommen wir gar nicht rein. Wenn, dann müssen wir den irgendwo hier oben haben. Oder so vielleicht. Nochmal drehen hier. Ja, hier passt er hin. Machen wir das so und dann mit einer Kurve wieder raus. Erstmal mit einer Kurve sozusagen rein. Und dann mit der entsprechenden Kurve wieder raus. Zack, okay. Ist der schon angeschlossen? Ja, der ist angeschlossen. Das heißt, wir brauchen hier nur die Straße. So, und gehen hier relativ gerade rein. Und schon haben wir hier den Bahnhof. Jetzt müssen wir gucken, wie wir mit unseren Gleisen nach da hinten kommen. Mal hier nochmal schauen. Also das Gleis hier, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das haben wir nur zur Reservation gebaut, falls die Stadt auf die Idee kommt, dass sie hier hinten mal noch ein paar Häuser hinstellen wollen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Brücke an. Sprich, das geht hier so rüber. Moment, ich nehme das andere Gleis. Dann kann ich hier nämlich ein bisschen in die Richtung gehen. So, hier aber natürlich die Höhe ändern. Und die Kollision verhindern. Das wäre dann so. Das ist relativ gerade. Das gefällt mir eigentlich schon mal gut. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir dann da rein? Ja, entsprechend mit einem Bogen. Oder wir bauen es. Irgendwie so. Moment, dann haben wir eine kleine Kurve. Oder sogar so. Nur mal bis hier hin. Möglichst gerade. Das geht nicht wegen der Straße. Ja, das kann man aber so machen. Und dann dort um die Kurve rum. Ich muss jetzt halt selber ein bisschen gucken, wie das am besten aussieht. So schon mal nicht. So, hier eine Kurve rüber. Und dann gerne ein bisschen runter. Ja, so und jetzt da rein. Klappt das? Mal gucken. Mit einer Kurve hier lang. Oh, da können wir sogar andocken. Schau an, schau an. Okay, wenn wir hier so gucken, ja, da kommen einfach die Gleise zusammen. Und hier müsste es dann einfach eine Weiche geben. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, da kommen wir eigentlich rein. Gut, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ne, müssen wir nicht, weil das ist ja eben ein Gleis, da ist keine Linie drauf. Das heißt, im Moment müssen wir noch nicht aufpassen. Sondern wir müssen einfach hier irgendwie reinkommen. Ne, das ist das falsche Gleis, Herr Eisenberg. Aber wir nehmen das mal mit. So, und dann machen wir hier ein kleines Bahnhofsvorfeld, ein Gleisvorfeld. Indem wir hier so rüber gehen. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Das würde gehen. Die Frage ist, wie sieht das aus? Ist das grafisch okay oder gibt das irgendwelche komischen Bugs, Darstellungsfehler? Man sieht schon hier, gibt es halt wieder irgendwie... Nee, das gefällt mir nicht. Das machen wir so nicht. Nein, nein, nein. Auf dem schiffbaren Bereich müssen wir, glaube ich, gar nicht achten. Weil hier hinten keine Schiffe unterwegs sind. Und da werden wahrscheinlich auch keine unterwegs sein. Weil man sieht schon hier die ganzen Brücken. Da haben wir auch nicht drauf aufgepasst, weil eben keine Schiffe unterwegs sind. Dann können wir das auch so bauen. Und jetzt möchte ich natürlich diese Steinbrücke erhalten. Das heißt, ich möchte das so bauen, dass dieser Bereich auch die Steinbrücke ist. Oder wir machen es halt so. Dass wir das mal mitnehmen. Gehen wir hier rüber. Moment, ich mache gleich die Steinbrücke draus. So, das wäre mal so. Das müsste ungefähr passen. Die Steinbrücke haben wir hier unten. Ja, das ist aber eine andere Farbe. Das wäre die hier. Okay, dass wir hier so relativ schön parallel nach hier hinten kommen. Und dann ist aber die Frage, wie kommen wir hier rein? Das dürfte dann eher schwierig werden. Dann müssen wir das vielleicht nochmal ein bisschen zurückstutzen, dass wir da reingehen. Ich möchte einfach sicherlich diese Brücke so haben. Ja, das ist gebongt. Oh, stimmt die Höhe? Doch. Das stimmt da nicht halbwegs. Ja. Ja, ich muss das nochmal wegnehmen. Hilft nichts. So, hat zwar irgendwie cool ausgesehen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann kann man da nicht viel machen. Vielleicht sogar hier auch mit einer Brücke rüber. Kommen wir hier auf eine Brücke? Mit M? Nee, das klappt nicht. Gut, dann müssen wir es so machen. Das war hier in dieses Gleis. Reindüsen hier vorne. Hier können wir wieder die Wiener Bögen hinmachen. Das Gleis ziehen wir ein bisschen weiter. Weil jetzt wollen wir hier ja noch hier rüber. Das klappt eigentlich auch. Und dann wollen wir hier auf eine Brücke rauf. Dann machen wir das so. So, Moment, nicht so weit runter.
Das war, welche Brücke war das gleich nochmal? Ich glaube, die hier. Ist das die? Das ist die mit dem Geländer. Die hat kein Geländer. Nö, dann war es die nicht. War es die? Ich glaube nicht. Nee, wisst ihr was? Wir machen es ganz anders. Ich schnapp mir einfach das Teil hier. Und dann haben wir nämlich die richtige Brücke. So, hier noch ein bisschen runter. Ja, aber da so reinkommen? Nee, da müssen wir einen größeren Bogen machen. Soll ich das auch nochmal kappen? Ich nehme das auch nochmal weg. So. Der Ausgang stimmt sozusagen, der Rest stimmt noch nicht. Wir müssen hier kurviger reinkommen. Irgendwie so. Dann, ja, nee, von der Höhe her müsste das ungefähr passen. Aber ich glaube, das reicht immer noch nicht. Wenn man hier guckt, hier ist halt die Weiche. Aber dadurch, dass ich eben hier wirklich die Brücke so haben möchte, bleibt uns gar keine andere Möglichkeit, als hier weiter außen rum zu gehen. Also, da machen wir das folgendermaßen, dass wir hier hochgehen und dann zu einer Kurve ansetzen. Wie sieht das aus von der Höhe? Nicht wirklich schön. So wäre es besser. Jetzt eine Drehung und hier rein. Jawohl, und das funktioniert dann nämlich. Gut, hier können wir mit den Bögen eigentlich auch nochmal was machen. So, hier fährt er hier lang, hier rüber, hier rein, beziehungsweise kommt er auch von der Seite. Das heißt hier raus. Ja, das kann man dann alles mit Signalen machen. Gut, das würde eigentlich soweit passen. Gefällt mir. Sieht nach Hochbahn aus. Ist, glaube ich, in Ordnung. Jetzt machen wir hier mal diese Stadtbahnteile noch hin. Dort, wo es Sinn macht. Das wäre mal hier. Jetzt haben wir hier aber das andere Gleis noch nicht. Wisst ihr was? Das nehmen wir auch noch schnell mit raus. So, weil das können wir hier im Prinzip einfach andocken. Moment, bin ich denn bei Gleis? Doch, ich bin bei Gleis. Aber darunter ist noch ein Tunnel. So, jetzt wird die Brücke draus. Gehen hier rüber. Und hier geht es dann, würde ich sagen, einfach geradeaus. Vielleicht, was macht es da für eine komische Kurve? Na, dich hier noch hochziehen. Jawohl, das gefällt mir wesentlich besser. Ist das noch angedockt dort? Müsste eigentlich sein. Wir docken es einfach mal an. Ganz einfach. Nehmt es hier wieder mit. Und dann ist egal, ob es angedockt ist oder nicht. Dann müssen wir hier aber wieder runter. Das wäre dann so. Dann wird das aufgeschüttet. Das ist auch in Ordnung. Brauchen wir im Moment noch nicht. Geht mehr darum, dass wir eben diese Bogen hier jetzt installieren wollen. Einmal so. Ja, wieder nochmal ein bisschen rausgehen. Dann geht das besser. So, sagen wir mal bis hierhin. Wie beim Kollegen nebenan. Dass wir den als Vorbild nehmen. Und auf der anderen Seite machen wir das gleiche natürlich auch noch, wenn es irgendwie geht. So, haben wir das hier gar nicht gemacht? Lasst uns das hier doch auch noch schnell machen. Na, zack, okay, bis dahin. Schnell drehen. So, weil das geht so schnell und hat doch eine gewisse Wirkung. Weil wir kommen natürlich dann hier an, sehen diese Bögen und wissen gleich, aha, das ist Wien. Da müssen wir nicht mal mehr gucken, wie die Stadt angeschrieben ist. Sondern das sehen wir dann eben relativ schnell. Okay. Hier noch. Und warum nicht gleich hier auch noch? Wenn es denn geht. Moment. Jetzt möchte es nicht mehr. Müssen wir nochmal drehen. Na. Moment. Das letzte Stück möchte nicht. Das darf aber nicht wahr sein. Wir machen so. Dann haben wir da halt zwei so Teile. So, wenn wir jetzt so gucken. Ja. Hat doch ein bisschen was. Sehr nett. Hier ebenfalls. Gut. Jetzt hier hinten halt das Ganze noch. Da, wo es Sinn macht, sage ich jetzt mal. Da müssen wir erstmal rausfinden, wo das Sinn macht. Ja, hier sicher. So, das führt uns hier aus der Stadt raus. Sagen wir mal so. Dann drehen wir mal das Ganze. Machen hier noch welche hin. Ja, coole Mod. Gefällt mir sehr gut. Leicht in der Handhabung, aber sehr effektiv, was dabei rauskommt. Wenn man es denn richtig macht. Ja, jetzt haben wir hier eine Weiche. Das heißt, er findet eben da den Punkt nicht mehr. Muss aber auch nicht. Das passt doch eigentlich so. Hier vielleicht auch noch. So, ein bisschen zurück. Okay. Ja, nett. Jetzt könnte man hier drin natürlich je nachdem auch noch ein bisschen was machen. Man könnte hier noch was machen. Würde ich aber lassen. Das passt eigentlich so. Hier, das lassen wir auch. Vielleicht hier nochmal, wenn wir doch die Teile gerade an der Angel haben. Dann schauen wir mal schnell, nicht ins Gleis reinstellen.
Ja, ist in der Kurve drin halt schwierig, aber es geht auch nur sozusagen um den Übergang, dass wir hier die haben. Okay, passt. Und hier geht es dann in den Bahnhof rein. Hier vorne. Das passt auch. Was noch nicht passt, ist, wir brauchen noch eine Weiche. Irgendwie so. Ja, Moment. Ja, das wollte gerade klappen. Hier hat man eine Stelle, da geht's. Jetzt geht's wieder nicht mehr. So geht's. Zack, haben wir eine Weiche oder ist das eine Kreuzung? Nein, es ist eine Weiche. Passt. Und jetzt sind wir hier vorne. Jetzt geht's eigentlich schon auf den Rückweg. Da gehen wir ganz einfach irgendwie so hier raus. Bleiben aber, würde ich vorschlagen, auf der Höhe. Okay, dass wir hier einfach rüberkommen. Und da geht es dann dran vorbei. Hier gibt es wieder eine Weiche. Zack, passt. Einmal Weiche. Und irgendwie so in die Richtung. Wir dürfen hier auch durchaus mal wieder auf den Boden zurückkommen. Die Frage ist, wie kommen wir hier dran vorbei? Das ist eigentlich, oder wie soll ich sagen, das beantwortet sich eigentlich von alleine dahingehend, dass wir hier einen Tunnel haben. Da können wir oben drüber. Okay, sollen wir nicht vielleicht das Ganze doch so bauen, dass wir hier eine gewisse Höhe haben? Wir können ja mal gucken, ob wir hier diese Stadtbahn-Dinger nochmal hinkriegen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Geht das besser, wenn es aufgeschüttet ist? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ich baue das mal so und gucke mal, ob ich da mit den Stadtbahn-Sachen noch was machen kann. Kommen wir hier dann rüber. Jawohl, das wäre dann so. Dann haben wir hier sogar schon wieder ein bisschen Höhe. Das gibt einen Bogen und führt uns arg. Falsch geklickt. Führt uns dann da wieder in den Bahnhof rein. So, ich schnappe das zum dritten Mal. Wir düsen hier rüber, haben wir gesagt. Und machen das so. Und jetzt gucken wir nochmal schnell. Zack, kann ich hier irgendwas machen? Wenn ich euch hier hinhänge, wie sieht das aus? Vielleicht, ja, da haben wir natürlich noch Gleise. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber die können wir ja mit Weichen hier versehen. Machen wir auch, würde ich vorschlagen. Ich denke, das ist jetzt hier fast wichtiger. Dass das eben wirklich auch ein bisschen nach Wien aussieht, das ist der Hintergedanke. Und das erreicht man halt ganz einfach am besten dadurch natürlich, dass man Wien-typische Sachen verwendet. So wie eben diese Teile. Nein! Falsch geklickt, aber ich musste auch halb husten. Schneide ich natürlich raus, ich huste euch nicht ins Gesicht. Das wisst ihr, wenn ihr hier regelmäßig zuguckt. So, eigentlich geht das relativ ratzfatz, wenn man schön trifft. Aber wir haben natürlich noch die andere Seite. Also ganz fertig sind wir dann noch nicht. So, und dann ist das hier der Bereich, so wie ich das im Prinzip tatsächlich kenne aus Wien, dass man eben die Bahn wirklich auf diesen Dings oben hat. Also das weiß ich noch. Dieses Bild hier, das kenne ich tatsächlich, zumindest so ähnlich. Aber dann müsste es natürlich noch Häuser haben entsprechend daneben. Ich glaube, wir werden uns hier dann mal noch mit den Stadtgebäuden, den frei platzierbaren, beschäftigen. Das macht hier eigentlich durchaus Sinn. Aber dann gibt es hier nicht Hochhäuser in dem Sinn, sondern eher was Älteres, würde ich vorschlagen. Das können wir aber gucken, wenn wir dann da dran sind. So, einmal so und jetzt den ganzen Spaß aus der anderen Richtung. Wir können ja mal gucken. Ja, das hat doch was. Cool. Gefällt mir. Aber da sieht man schon, da fliegt wieder was. Das müssen wir dann wieder auf den Boden zurückkriegen. Ja, machen wir das mal hier parallel. Zumindest mehr oder weniger parallel. So, dann werden wir da vorne dann noch schnell gucken, dass wir die fliegenden Sachen bereinigen können. Ich sehe das nicht schön. Moment. Jetzt passt. So, ist auch nicht so schlimm, wenn man da mal irgendwie so einen Doppelkopf oder wie man dem sagt hat. Aber ist natürlich schöner, wenn es parallel ist und halbwegs stimmt. Gebe ich zu. So, zack, zack, zack. Da nähern wir uns dann langsam an, da hinten. Ja, der stimmt jetzt nicht. Den nehme ich nochmal kurz weg. Weil wenn wir jetzt schon den ganzen Bereich wirklich halbwegs genau hatten, dann korrigiere ich hier lieber nochmal, als dass wir dann irgendwie so einen Schönheitsfleck drin haben, der halt einfach Käse aussieht. So, gleich haben wir es. Zack. Zack. Da vorne müsste der Brückenkopf dann langsam kommen. Ja, ich sehe ihn schon. Hier noch. Und hier noch. So, wie sieht das aus? Das hat doch ein bisschen was von Wien. Boah, schaut mal. Cool. Züge fehlen hier natürlich noch. Die kommen. Keine Frage. Wir sind jetzt hier hinten angekommen. Wir machen eine Kurve. Bleiben auf der Höhe und gehen aber wieder zurück zum Thema Brücke.
Jetzt muss ich aber nochmal gucken, dass ich die richtige erwische. Das ist schon das Teil. Den Fahrzeugersatz muss ich mal noch machen. Jo. Das ist das Teil mit dem Geländer. Wo hatten wir das? Immer hier unten. Hast du ein Geländer? Nein, du auch nicht. Doch, du hast ein Geländer, bist aber die falsche Brücke. Da, das Teil. Gut, noch ein bisschen weiter. Wenn wir hier reinbiegen, dann stimmt die Ausrichtung dort schon mal. Und vielleicht sogar die Höhe noch ein bisschen anpassen, dass wir hier ebenerdig sind. Die Frage ist, ob wir dann nicht zu hoch sind. Dann müssen wir da hinten wieder so krumm runter. Ich würde das eher so machen. So, dass wir von hier an im Prinzip dann weiterbauen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen runtergehen. Oder wir machen es halt ganz anders, dass wir von hier hinten her bauen und da dann reingehen. Das wäre wahrscheinlich einfacher. Ja gut, liebe Freunde. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Der Ringlokschuppen funktioniert jetzt. Und die Züge fahren. Ja, hat also alles soweit seine Richtigkeit. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.